Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des CSGO Adventskalenders 2018. Heute ist Türchen Nummer 14 dran und wie immer gehen auch drei Preise raus an euch. So Jungs, die drei Preise von heute wären einmal... Okay, Missklick again. Preis Nummer 1 wäre ein Handschuh Key. Das wäre mal der erste Preis. Der zweite Preis wäre eine Farmer's Roll Cage in Fieldtested. Schönes Ding. Und der dritte Preis wäre eine M4A1S Cyrix, ebenfalls ein Spieltester. So, die Gewinner werden ja wie immer und von den Kommentaren des gestrigen Videos gezogen. Die Gewinner von heute werden morgen auch aussetzen und die Gewinner von gestern setzen heute aus. Warum? Ganz einfach, damit einfach mehr Leute Chance haben, etwas zu gewinnen. So, der erste Preis war ja der Handschuh Key. Und der geht heute raus an den, oder der Glückliche wird sein, Lux hat die, oh, warte mal, Lux? Du warst schon mal Gewinner, du bist jetzt auch einer von denen, die zweimal gewonnen haben. Ich glaube, du bist noch nicht mal so lange her. Der Dezimeter ist echt heftig. Danke, danke. Auf jeden Fall, Lux, du bekommst jetzt mal den Handschuh Key, Glückwunsch an dich. So, der zweite Preis war ja dann die Farmer's Roll Cage in Fieldtested. Und die bekommt jetzt der nice DJ Mill. Oh, St. Elmer am Wochenende wieder back. Yo, mate. Ich bin heute wieder da. Aber morgen weiß ich noch nicht, ob ich morgen da werde, weil das erzähle ich euch noch später. Auf jeden Fall, DJ Meal, Glückwunsch an dich. Du bekommst die Farmer's Roll Cage in Fieldtested. Und der letzte Preis war ja der M4A1 Cyrix in Fieldtested. Digga, jetzt muss ich gerade echt nachgucken, was, ja. Dr. Panda, du bist der Gewinner von der MP1S Cyrix. Glückwunsch mal an dich. Und mit dem Hashtag Ich bin hyped weiß ich ganz genau, Junge, du hast den dir verdient, Alter. Und wie immer weise ich euch auch heute darauf hin. Am 24. Dezember gibt es ja dann auch einen Hauptpreis, das wäre ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Mit einer sehr guten Float sogar. Man sieht so gut wie keine Scratches, außer hier vielleicht auf der Blade, also auf der Schneide. Und an all diejenigen, die sich dann auch noch fragen, yo, was muss ich dafür machen, wie kann ich hier teilnehmen? Es ist ganz einfach, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten und ihr müsst einen Kommentar unter diesem Video hier posten. Diese drei Faktoren, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und bei dem Hauptpreis, da werde ich den Gewinner von dem Video mit den meisten Kommentaren ziehen bis zum 24. Dezember ab der Zeit, weil da geht ja das Live dann raus. Es wird voraussichtlich die Episode Nummer 10 sein, beziehungsweise das Türchen Nummer 10, wo ich den Gewinner von Bowie Knife ziehen werde. Es kann sich aber bis dorthin auch noch ändern. Wenn ein Video bis dorthin mehr Kommentare bekommt als Episode 10, dann werde ich das von dem anderen Video ziehen. Aber bis jetzt, Jungs, nur dass ihr Bescheid wisst, kommentiert dann gleich mal darunter. Dann kann da nichts mehr sein. Dann werden da einfach mehr Kommentare sein als bei den anderen und dann seid ihr auch höchstwahrscheinlich bei der Ziehung mit dabei am 24. dann für das Knife. Und weil ich das Thema auch vorher kurz angeschnitten habe, ich weiß jetzt nicht, ob morgen auch Santa Elmo mit am Start sein wird, weil heute ein ziemlich guter Freund von mir Geburtstag hat und da werden wir dann ein wenig fortgehen und so und die Leute und weil, ja, kann sein, dass ich morgen ein bisschen wasted sein werde, wer weiß. Falls jemand Fragen zum Adventskalender hat oder sonst irgendwelche Fragen für die Giveaways oder was hier halt gerade so abläuft, ich habe das Infovideo bzw. das Ankündigungsvideo zum CSGO Adventskalender selber, ist in der Beschreibung verlinkt. Es ist der erste Link. Da klickt ihr drauf, da erkläre ich so ziemlich alles, was es zu wissen gibt. Und falls ihr da noch immer eine Frage habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie euch liebend gerne. Dann war es auch wieder mit dem Video für heute. Ich wünsche euch viel Glück für morgen. Und dann sage ich auch nochmal Ciao und bis morgen, euer Santa Elmo.